So, jetzt müssen wir mal gucken hier, ne? Einen wunderschönen guten Abend, YouTube. Ein neues Video, denn in MT hat natürlich ein Boss gefehlt. Es ist der Endboss Party Buff again. Ein Boss hat gefehlt, der Endboss hat gefehlt, genau. Kommen wir direkt auf den Punkt. In Migratoris haben wir einen ganz netten Boss und bin jetzt mit einer neuen Gruppe drin, ne? Denn die alte Gruppe hat es jetzt nicht so hinbekommen. Ich hoffe, wir kriegen das alles so hin. Zu den Boss-Mechaniken oder Fähigkeiten sage ich euch gleich etwas. Ja? Wir müssen mal gucken, dass wir erstmal hier ein bisschen Rotation reinkriegen. Der Tank zieht ihn in die Mitte. Damit fängt es an. Der Boss hat halt drei Mechaniken, kann man sagen. Eine wichtige Mechanik von mir ist dazu, ich muss ihn halt unterbrechen. Darauf warte ich jetzt gerade an der Stelle. Denn da kommen nämlich die kleinen Wisps. Und da haben wir sie gesehen. Und dann wollen wir den nochmal silenzen. Das hat dann, denke ich mal, funktioniert. Also, im Laufe des Kampfes passiert Folgendes. Ne? Man muss ungefähr auf 12 Meter stehen. Das ist so der sichere Bereich, dass der AOE euch nicht trifft an der Stelle. Und wiederum, im Laufe der Zeit kommen natürlich halt kleinere Kugeln, die sich auf den Boss zubewegen. Sollte man die Kugeln nicht klein kriegen, bevor sie den Boss erreichen und dieser sie konsumiert, gibt es einen richtig bösen, hohen AOE-Schaden an der Stelle. So, direkt nochmal silenzen. Wo ist die Kugel? Ich sehe sie gerade nicht. Und dem großen AOE kann man natürlich an der Stelle dodgen. Aber ja, ne, das klappt halt nicht immer. Deswegen macht man die kleinen Kugeln dann immer tot. Da seht ihr es, da kommt gerade eine Kugel zum Boss. Er sagt dann ein Burn you all. Ne, wie ihr seht, ich habe jetzt gerade an der Stelle gedodged. Na, das funktioniert. Ansonsten kann man sich auch hinter einem Guardian stellen, der natürlich ganz lieb ist und sein Immunity anmacht. So, jetzt müssen wir halt bloß gucken, dass wir das halt so hinkriegen. Ich hoffe jetzt einfach mal. Geretzt wurde ja. Eieiei, das war jetzt close. So, und wieder silenzen. Das ist wichtig als Magier. Das können die Klassen natürlich auch, aber der Magier ist natürlich das Nonplusultra dafür. Ja, an der Stelle mal vorgemerkt. Das ist unser Job. Man sollte natürlich eine hohe Hitchance haben. Kommt der Spell halt durch, entstehen Adds. Diese Adds machen natürlich wirklich unangenehmen Schaden. Okay, den haben wir dann auch schon. Die verfolgen halt die Gruppe. Und dann haben wir ein kleines Problemchen. So, nochmal unterbrechen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich habe auch noch nicht 100%, 100% Hitrate. Und auch wenn es jetzt natürlich an der Stelle ein bisschen schwer für mich ist, weil ich mich hier natürlich übelst konzentrieren muss und euch gleichzeitig noch versuche, einen Boss zu erklären. Aber wir wollen eben gucken, ob ich das Ad halt noch mit klein kriege. Wunderbar. Sollte es doch auf jeden Fall möglich sein, dass ihr diesen Boss halt schafft. So, jetzt kommen wir natürlich zu der zweiten besonderen Phase. Er geht hoch in die Luft. Wir haben hier so einen schönen blauen Circle. Da müssen wir uns reinstellen. Sollte jemand es nicht schaffen, seid ihr instant tot. Dagegen kann man sich, soweit ich es halt gesehen habe, sich nicht schützen an der Stelle. Aber wieder unterbrechen, das ist halt ganz wichtig. Oh, da kommt Ned. Hau es um. Hat der Boss den Buff bekommen? Sieht nicht danach aus. Also sehr schön. Können wir ihn umhauen. Und das war es halt. Ja, der Boss sollte immer von der Gruppe weggetankt werden, wegen dem Dreier AOE, der vorne vorm Boss halt nochmal entsteht. So eine Art Cleave, kann man sagen. Oh, 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 und ich kann nicht silenzen. Das hat jetzt nicht von der Zeit her gepasst, aber der Boss ist tot. GG! Und wir haben keinen Loot. Ehrlich jetzt nicht. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Lol, the sucker. Entschuldigt. Ja? Aber im Großen und Ganzen ist es das gewesen, ja? Das heißt, immer schön ein bisschen auf Range stehen. Seid am Melee, stellt euch hinter dem Boss. Natürlich müsst ihr dann selbstverständlich dodgen, egal welche Klasse ihr spielt. Der Assa ist ja noch nicht da. Also als Berserker rollt man dann halt nun mal weg. Dem AOE kann man dodgen. Und wenn ihr Range-Idee seid, halt auf 12 Meter. Kommen die kleinen Kugeln auf den Boss zu, versuchst du mal eben kurz nicht zu plätten. Die haben nur 1400 Leben, sollte kein großes Problem sein. Geht da hoch in die Luft und schreit, I kill you all, ne, mit diesem megamäßigen Mega-AOE. Dann müsst ihr euch halt ein bisschen umgucken im Raum, wo die blaue Fläche ist. Als Magier erreicht man die sehr schnell, warum auch? Weil wir halt nochmal den Blink haben. Und das war es schon. Ne? Silence, wie gesagt, er hat nur einen Spell, den man unterbrechen muss, wenn man das hat. Dann klappt das ohne Probleme.
Und wie auch eben schon erwähnt, ne, wichtig ist, dass ihr halt, wenn das geht, ein bisschen Hit mitbringt. Wie ihr seht, bei 98,11% Chance. Ja, hätte ich auch mal missen können. Das ist keine 100%. Wenn, wer weiß, vielleicht brauche ich sogar mehr. Wenn es passiert und die kleinen Ads spawnen, die ihr jetzt eben zu guter Letzt eben kurz gesehen habt, dann müsst ihr diesen einfach nur ausweichen. Die verfolgen die Spieler random basierend und es reicht, wenn ihr da in Bewegung bleibt oder halt nur mal halt blinkt, rollt, wie auch immer, sobald sie euch erreichen. Denn solltet ihr da drinnen stehen bleiben, ist es nicht unbedingt sofort ein Tod bei der AOE, den die kleinen Viecher machen, aber in Kombination mit anderen Mechaniken vom Boss sieht das dann halt schlecht aus. So, dann. Hat ja wunderbar geklappt. Schade, dass kein Loot gegeben hat. Das ist nur etwas, das ist fatal. Ja. Und nett, dass wir eine gute Gruppe dabei gehabt haben. An der Stelle. Also sehr, 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 sehr cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, mal so ein kleiner Überblick zum letzten Boss. War mir überlegen, ob ich das alte Video hochlade. Jetzt habt ihr das neue Video und da sollte das dann schon klar sein, was man hier zu tun und zu lassen hat. So, wir sind Drecken Channel 2, das ist natürlich Wunderbärchen. Bis dahin.